Willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Far Cry und wie ihr seht, sind wir immer noch an der Stelle und es ist Nacht geworden mittlerweile. Ich habe nachgeschaut, wie wir ihn genannt haben. Er heißt Mikey. Unser kleiner Mikey. Ja, du bist... Ja. Du bist ein ganz feiner Mikey. Und wir werden jetzt ein bisschen hier ein bisschen aufräumen. Wir haben ja gesagt, wir gehen ja da in die Richtung um die Wenyas zu helfen. Geh weg. So. Genau hier, da warten schon jemand. Da wartet schon jemand auf uns. So. Okay. Wir müssen also die Bestie töten. Wir müssen mal eben hier die Belohnung mit uns abholen, wenn wir schon einmal hier sind. Zumindest das eine Stück Fleisch. Ja. Was haben wir hier? Neben Fleisch. Haben wir nochmal Fleisch genommen. Da wurde irgendwas zur Karte hinzugefügt. Aber welche Bestie ist denn das jetzt gewesen? War das... Jetzt sag mir nicht... Was? Müssen wir jetzt einen braunen Bären? Wieso ist denn... Wieso... Hä? Hier kann ich auch nicht weiter... Okay, das ist jetzt sehr verwunderlich. Ich habe es auch verpasst gehabt, oben zu lesen, was oben stand. Welche Bestie wir jetzt hier... Kann ich nochmal mit ihr reden? Ne, ich dachte. Okay. Ja, dann müssen wir mal... Dann schaue ich nochmal auf die Karte, dass wir vielleicht... Ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir hier mal das Leuchtfeuer an. Wenn wir schon einmal... hier in der Nähe sind. Da unten ist übrigens auch ein Lager, ein Außenposten. Boah, schwer. Boah. Stimmt, die kommen ja auch noch, die Außenposten. Da haben wir jede Menge zu tun. Ich sehe schon, wir haben jede Menge zu tun. Ich weiß gar nicht, wie habe ich das denn sonst eigentlich bei Far Cry immer gemacht? Ich bin gerade am Überlegen. Stimmt, ich habe erst die ganzen Außenposten und die ganzen, zum Beispiel diese Leuchttürme oder so, dass man die erst befreit hat. Und dann habe ich erst, glaube ich, Story gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das diesmal auch so mache. Und dann immer so die ganzen Nebenquests. Und dann habe ich erst Hauptstory gemacht. Da war ich total overpowered natürlich für die Mission, aber war mir egal. Was? Nein! Was? Du Scheißköter! Er hat sie... Huch! Nein! Er hat sie getötet! Nein! Er hat sie getötet. Und ich habe aus Versehen ihr Lager in Brand gesetzt. Ich wollte es nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, was wäre denn eine... Alter, das ganze Dorf brennt hier ab. Das wollte ich nicht, es tut mir leid. Ich würde sagen, wir machen... Ich würde sagen, für sie Ruhe in Frieden, machen wir auch hier eine... Alter, ich muss hier weg. Ich muss hier... Da brennt der Baum. Ich muss hier weg. Ich werde mal... Nein, nicht... Was machst du denn da? Ich werde sie hier oben mal platzieren. Sie hat einen würdigenvollen Abgang verdient. Einen würdevollen Abgang hat sie verdient. Ich werde sie hier oben mal so positionieren und ja. Es tut mir leid. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Nee, nee. Ruhe in Frieden. Brennt sie auch? Husey. Au. Komm hier hin. Komm hier hin. Mann, ich sag's. Bleib da einfach im Feuer stehen. Ich glaub's ja wohl. Aua.
Ist mir egal. Aua. Aua. Ist mir egal. Aua. Ist mir egal. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Was ist das gefährlich jetzt gerade? Da brennt der ganze, da brennt der ganze Wald. Da brennt der ganze Wald. Das gibt's gar nicht, dass ich schon wieder den Namen vergessen habe von unserem Hundi. Komm mit Hundi, komm. Komm mit Hundi, komm mit. Geh weg. Oh, 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 oh. Wow, 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 wow. Greif ihn an, greif ihn an. Wir machen ihn fertig. Wir machen ihn alle. Jo! Ja, Mann. Höhlenlöwenfleisch haben wir bekommen. Und wir können... ja. Unseren Hundi wieder heilen. Hat du fein gemacht? Ja, hat du ganz fein gemacht. Ja, du bist ein braver Hundi. Du bist ein ganz braver Hundi. Ja, du bist ein ganz braver. Ja, verdammt, wie haben wir denn... ey, das gibt's gar nicht. Aber am Anfang der Folge habe ich gesagt, wie wir ihn genannt haben. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Das gibt's gar nicht. Ich bin so vergesslich manchmal. Bleib hier. Na, 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 na. Boah, Alter. Hui. Und tschüss. Aua, 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 aua. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir hier im nächsten Mal, wenn wir sowas finden, dass wir sofort das einfangen. Was ist los? Was ist los? War das Jackie? Haben wir ihn Jackie genannt? Nee, oder? Ich glaube nicht, ne? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir... ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir ihn Jackie genannt haben. Wie kommen wir denn jetzt bitte runter? Ohne den Greifhaken zu besitzen, da war ein Wildschwein. Ich glaube, hier runter würden wir, glaube ich, sterben. Da hinten wäre eine gute Alternative. Und es wird wieder Tag, sehr schön. Hier wird es, glaube ich, auch noch gehen. So, jetzt sind wir schon mal unten. Da sind noch Glühwürmchen. Lila-Blatt. Nehmen wir mit. Haben wir noch nicht. Haben wir, glaube ich, zum ersten Mal gesammelt. Da ist ein Wolf. Hört sich ein bisschen an wie so eine Robbe. Oh mein Gott. Ich werde es niemals nie schaffen, die ganzen Folgen heute hochzuladen, die neuen. Also für dich ist es, für dich sind sie dann eh schon hochgeladen, aber ich bin, glaube ich, heute schon bei der Folge. Welche Folge ist es denn heute? Ist es schon 10? Ich weiß es gar nicht. Ich bin so im Aufnahmerausch. Weil ich mir ja auch einfach alles angucken will und mir ist das so egal, wie lang das Let's Play wird. Ich hoffe dir auch. Du, der dir Spaß macht, es zuzusehen. Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer, um es zu erobern. Okay, also vermute ich mal, dass wir wahrscheinlich jetzt Gesellschaft bekommen werden. Deswegen werde ich jetzt erstmal so ein bisschen in geduckte Haltung gehen. Dadurch, dass ich ja keine Karte habe, habe ich ja am Anfang des Let's Plays gesagt, dass ich das so spielen möchte. Macht das Ganze viel, viel interessanter und viel, viel spannender, finde ich. Ach, wer mit Karte spielt, ist... da könnte mich schon jemand sehen. Wer mit Karte spielte, ist Lobob. Wie war das nochmal? Ich sehe da überhaupt keinen. Wer hat uns denn da gesehen? Ach, da. Waren das alle? Ja, Bestienkill. Sehr schön. Es waren anscheinend nur zwei. Ja, haben wir doch gut. Haben wir doch gut hinbekommen. Würde ich sagen. Haben wir sehr schön hinbekommen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Timmy. So, Timmy.
Guck mal hier, Timmy. Leckerchen für dich. Guck mal. Mm. Ja, sei ganz brav. Mm. Ja. Timmy, bitteschön. So, jetzt müssen wir natürlich das Leuchtfeuer entzünden. Ich möchte mich aber trotzdem nochmal erstmal um. Das sieht auch aus, als könnte man da durchgehen mit irgendwas. Also, wenn man da vielleicht irgendwie Kräfte hat oder so. Timmy guckt auch so dahin. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Timmy, ist mir egal. So, Timmy kann ich mir besser merken. Mein kleiner Timmy. So, gibt es hier noch was zum Sammeln, bevor ich jetzt das Leuchtfeuer entzünde? Nein, ne? Okay, ist hier... Da war doch gerade ein... Klettern? Hä, wie... Ach, wahrscheinlich hier klettern, oder? Natürlich. Warum auch auf der Matte klettern, bringt ja nichts. Ist ja sinnlos. Ich bin so dumm. So, dann werden wir mal... dann werden wir das mal entzünden. So, sehr schön. Steinwacht Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Entschuldigung, Leuchtfeuer erobert. 2 von 16 beansprucht. Ist ja noch nicht gerade viel, aber ihr schreit immer weiter voran. So. Mich würde es echt mal interessieren, wo er die Keule eigentlich hinpackt, wenn die noch brennt. Ein Beutel Waffenrohstoff und Nahrung wird täglich zum Belohnungslager geschickt. Yay! Survival! Speer nehmen. Ach, wir können den Speer auch anzünden. Ach, das ist ja ulkig. Das hatte ich mich, glaube ich, schon am Anfang des Let's Plays gefragt, ob das geht. Aber nun gut, das funktioniert. Schon mal sehr schön. Wow. Ich möchte manchmal einfach nur stundenlang hier so stehen und... Ja, und so über Gott und die Welt nachdenken und reden und reden und reden. Ich meine, ich rede eh schon zu viel. Ich weiß. Mein Gott, den Höhlenlöwen haben wir schon erledigt. Was haben wir denn da unten? Ein Dachs, guck mal an. Schwierigkeitsgrad schwer, Dachsfell. Aha, besonders zähmbar. Da ist ein Außenposten. Wir sehen auch hier schon eine rote Begrenzung. Ich vermute mal, dass das so die Gegnerbegrenzung ist. Wo wir vielleicht noch nicht sein dürften. Ich glaube, wir werden mal... Hier mal einen Wegpunkt hin machen zu der Befreiung. Töte die Eindringlinge und rette die Gefangenen, wenn ja. Bleib unentdeckt, sonst werden sie die Gefangenen hinrichten. Das machen wir. Das klingt spannend und interessant. Spannend und interessant, das reimt sich sogar. So. Ich hoffe, er verbrennt sich jetzt nicht die Pfoten an dem Speer. Ich glaube schon. Deswegen werde ich den mal da an den Baum verfangen. So. Und noch einen Speer herstellen. Scheinbar dabei sind. Das wäre geil, wenn die Bäume noch brennen würden. Aber ich glaube, es passiert nicht, ne? Schade, ich dachte. Oh, was aber... Oh. Survival! Wo ist er? Wo ist der andere? Bruder, Wonga. Timmy, mach ihn alle! Ja, mach ihn alle, Timmy! Du machst meinen Hund nicht platt. So. Sehr schön, Timmy. Sehr schön gemacht. Komm her, Timmy. Komm her, kriegst du eine Belohnung. Ja, fein. Du bist ein ganz braver. Ja, du bist ein ganz, ganz braver. Timmy. Ich mag Timmy. Ich mag dich. Ich mag Timmy. Ich bin gespannt, wie wir die anderen noch nennen werden. Mal gucken. Da werden uns wahrscheinlich noch ein paar Namen einfallen. Ihr könnt ja ein paar Namen... Bananen vor allen Dingen. Ein paar Namen bitte in die... Er hat es jetzt nicht wirklich getan, oder? Er hat es jetzt nicht wirklich getan, oder? Ich habe das im Augenwinkel so ein bisschen betrachtet gerade, aber ich glaube, er hat es wirklich getan. Ja, ist ja gut, Timmy. Ist ja gut. Bleib ruhig. Timmy, bleib ruhig. Bleib ruhig. Achso, ihr könnt ein paar Namensvorschläge ruhig in die Kommentare reinschreiben unter den Videos. Bin mal gespannt, was dabei so rauskommt. Ich rutsch mal hier runter. Whee! Whee! So. Da hinten müssen wir hin. Und da hinten sind schon wieder Gegner. Es sind 3, wenn ich das richtig zähle. Es sind
Der sieht uns schon fast. Da ist rechts ist auch noch jemand. Es sind sogar mehr wie drei. Ich muss mal ganz schnell hier weg. Ich werde den Adler mal einsetzen. Ich vergesse das immer, dass wir diesen Adler ja schon haben. Der uns ja helfen kann quasi. Was mache ich denn hier? Nein, ich will nicht den Köder werfen. Ich will den Adler rufen. Wo war denn jetzt das... Wo waren denn jetzt die Gegner alle? Da ist einer. Da ist noch einer. Aber wo sind die anderen denn hin? Das waren noch mehr. Da ist einer. Das waren noch mehr wie zwei. Lässt er die nicht markiert oder? Hä, wo sind die denn jetzt? Hä? Kann ich eigentlich auch landen mit dem? Würde mich jetzt mal brennend interessieren. Vielleicht nicht gerade am Lager der Gegner, aber mal so. Würde mich immer brennend interessieren, ob der landen kann. Nein, okay. Ab einer gewissen Höhe steigt er automatisch. Okay. Ich kann sogar eine Bestie mit dem Adler entsenden. Ist ja interessant. So. Aber er hat sie mir nicht. Oder sind die abgehauen? Kann es sein, dass sie weitergezogen sind? Weiter in ein fernes Land. Nein, da hinten sehe ich jemanden. Aber der gehört zu uns, glaube ich. Weil er ist grün markiert. Ich glaube, der gehört zu uns. So, ich nehme noch ein bisschen Schiefer mit. Ein bisschen Schiefer abkrabbeln. Der gehört zu uns. Beide sogar. Oder haben die die erledigt? Das wäre natürlich auch sehr geil. Hey, ihr beiden. Hey, was geht los? Hey. Hey. So, wo ist unser Wegpunkt da hinten? Ich finde so ein bisschen, den Wegpunkt hätten sie ein bisschen anders machen können, weil der... Manchmal sucht man den doch tatsächlich verzweifelt. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals jetzt im Let's Play gesagt, ne, oder? Ich komme mir manchmal echt vor wie bei Turok. So mit dem... Ich weiß gar nicht, hatte man bei Turok eigentlich auch ein Tier? Nee, ich glaube nicht. Aber so mit Pfeil und Bogen, das... Boah, das kommt das Feeling schon ein bisschen rüber. Und so dschungelmäßig. Ich meine, es ist ja kein Dschungel. Es ist ja ein Urwald. Aber nun gut. So, ich werde mal einen Schritt schneller gehen. Und es macht echt eine Menge Spaß, dieses Spiel. Also Leute, kauft es euch. Es ist sehr, sehr geil. Es ist mal echt erfrischend, auch für die Serie. Mal was ganz anderes. Nicht nur immer dieses Rumgeballern und ja, Basen zu clearen und so. Klar muss man die auch machen. Aber hier spielt sich das schon ein bisschen anders. Und auch das Setting ist sehr, sehr nett gemacht. So, jetzt muss ich nochmal genau lesen, was die hier von mir wollen. Hallo? Was muss ich denn hier... Hallo? Timmy? Timmy, gehst du mal... Timmy, sag mal, hallo? Ja, Timmy. Bist du mir mal gefallen, Timmy? Gehst du mal an die Seite? Bist du mal so nett? Ich würde gerne mal wissen, was hier... Ah, hier. So, wenn ihr helft, Befreiung. Hauptsache, er pinkelt erstmal hier diesen Stamm an. Finde ich total geil. Timmy ist ganz große Klasse. Timmy ist unser pinkelnder Meister. So, einige Udam wollen frisches Venya-Fleisch verspeisen. Befreie die Gefangenen. Bleib unentdeckt oder sie werden getötet. Befreie Venya. Befreite Venya schließen sich an einem Dorf an. Ja, jetzt. Du sei Hinachas, Udam Gausuri Prapars. Masi Brastaris, Hadaparshai, Usai Guam. Jetzt ist doch mal gut. So, erreiche die Gefangenen. So, das ist da hinten. Alter Verwalter. So, vier müssen wir befreien. Rette mindestens zwei. Müssen wir mindestens retten, aber ich werde natürlich versuchen, so gut es geht,
alle zu befreien. Mit dem Snipergewehr und alles wird es natürlich viel, viel einfacher gehen, aber jetzt hier so mit Pfeil und Bogen und mit, ja, nur einer Keule bewaffnet, ist es schon nicht mehr so einfach, alle vier Folgen zu retten. Das wird spannend, glaube ich. Wenn ich jetzt mal sehen würde, wo wer sitzt und wo wer ist. So, da hinten ist schon mal einer. Den könnte man schon mal ungesehen ausschalten. Da unten sind die Gefangenen. Den könnte man ungesehen ausschalten. Ich weiß, man kann auch Takedowns ausführen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das funktioniert. Da ist einer. Da ist noch einer. Ich glaube... Ah, hier ist noch einer. Nein, ist eine Gefangene. Das heißt, es sind 1, 2, 3, 4... 4 Leute. Wer ist denn derjenige, den man am wenigsten bemerken könnte, dass der weg ist? Das wäre der hier eigentlich, weil da guckt keiner hin gerade. Der müsste aber sofort sterben. Ob ich den mit dem Headshot sofort killen kann? Ganz ruhig, ganz ruhig. Scheiße. Gott sei Dank. Ist da noch einer? Da war noch einer. Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Gott sei Dank. So, erstmal hier runter. Wow. Das hat ja wunderbar geklappt. Erstmal holen wir uns die Pfeile jetzt wieder. Boah, wie geil. Wie gut das geklappt hat. Ist ja wunderbar. Boah, was ist denn jetzt hier los? Jetzt blendet auf einmal hier voll die Sonne auf dem Bildschirm. Das ist total super. Denn da sieht man dann ganz viel auf dem Bildschirm. Laufe ich hier gerade richtig... Ach nee, das ist eine Wand. Boah, wenn so die Sonne auf dem Monitor scheint, das ist... Boah, das funktioniert super. So. So, wir werden natürlich jetzt erstmal die Gefangenen befreien. Hier ist auch noch... Boah, Sonne, geh mal weg, voll die Atombombe. Sauber. Alle vier haben wir befreit, ohne dass jemand gestorben ist. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben keinen Schaden genommen. Ach, guck mal, ich nehme mal ein bisschen Schilf mit. Ja, geil. Boah, was freue ich mir, dass wir die gerettet haben. Ja, ich würde sagen, für diese Folge wieder eine gute Tat. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Far Cry Primal und ihr schaltet dann wieder ein. Also, macht's gut, ciao.